Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Dies ist nun die Fortsetzung zum Unboxing von diesem Teil hier. Das ist ein Beamer der Marke Boomaker, Boomaker. Was für ein hässlicher Name. Das Teil kann Full HD, kostet 250 Dollar. Vielleicht bei Amazon ist es teurer. Ich habe Amazon-Links gekriegt, aber die funktionieren kurioserweise nicht mehr. Wir haben hier zwei USB-Anschlüsse, WLAN und Bluetooth-Konnektivität. Das Teil ist nicht übermäßig laut, kannst du mit einer gerade noch so eben leisen Xbox 360 vergleichen. Also eigentlich wohl ein ganz schönes Teil. Ich meine, wenn man jetzt guckt nach einem gebrauchten Beamer, der Full HD unterstützt, gehen die so langsam bei 200 € los. Können aber auch gerne mal 700 € und mehr kosten. Und naja, die Firma kam auf mich zu: Ey Philipp, willst du das Ding nicht anschauen? Ich habe gesagt, ja, ist wohl cool, könnte ich wohl vielleicht mal gebrauchen. Und deswegen gibt es jetzt auch dieses Review hier von mir. Das Teil wurde mir so zugeschickt, ich habe dafür nichts bekommen. Das ist quasi das Entgelt hier für das Review. Also sind wir mal gespannt. Der Beamer verfügt über typische Einstellmöglichkeiten fürs Bild, das heißt spiegeln, umdrehen und so weiter, trapezförmig irgendwie umdrehen, falls der Beamer eben hier unten sitzt oder auch oben. Ist wohl ganz praktisch und wir haben auch Keystone-Punkte, 4 Stück, um das Bild irgendwie einzurichten. Das heißt, wenn da die Leinwand ist, dann kann das Teil auch so oder so stehen. Also das ist nichts Manuelles hier drin, da wird einfach nur das Bild umgerechnet. Und ich schätze mal, hier drauf läuft Android, irgendwie 4.0 oder so. Erkennt man auch an dem, oder zumindest wenn man das WLAN-Passwort da eingibt, dann kommt diese Tastatur hoch und ne, die erinnert mich eben sehr, sehr stark an Android. So, wir haben da ja zwei HDMI-Anschlüsse dran, ist ganz in Ordnung. Ich hatte einmal ein Problem gehabt, dass ich im HDMI-Modus, glaube ich, in die Bildeinstellung wollte. Und als ich wieder zurückkam, ist der Beamer mir abgeschmiert, beziehungsweise musste ich einmal wieder ins Hauptmenü und dann wieder auf die Quelle. Ich habe erst gedacht, oh, ja, schön, muss er mir einen zweiten zuschicken, das Teil ist kaputt oder so, weil das sah wirklich sehr komisch aus, das war so ein rauschendes Bild. Aber das hat so geklappt. Hier ist ein Lautsprecher drin. Der ist, würde ich sagen, für mal eben den Film anmachen, ganz in Ordnung. Aber wir haben auch die Möglichkeit, über einen Kopfhöreranschluss irgendwelche Lautsprecher anzuschließen oder einen Kopfhörer an sich natürlich. Bluetooth würde ich nämlich nicht empfehlen, weil Bluetooth ja eine gewisse Latenz hat. Und es ist, glaube ich, nicht ganz eine halbe Sekunde, aber ich merke es auf jeden Fall und ich glaube, das würde mich beim Filmeschauen stören. Vielleicht muss man dafür einen anderen Bluetooth-Lautsprecher verwenden. Ich habe aber nur den einen und ich werde jetzt dafür auch keinen anderen kaufen. Also wenn ihr das Teil haben wollt, benutzt den Kopfhöreranschluss oder schließt das Teil gleich an die Anlage an oder naja, über HDMI, erst einen HDMI-Splitter vor, dass man da Toshlink rauskriegt, 5.1 Audio oder so. Der ist sowieso cooler, weil hier dann natürlich nur Stereo für den Kopfhörer rauskommt. Ich habe nachgemessen, die minimale Entfernung von dem Ding zur Wand sind 1,3 Meter. Dann kann man hier auch nicht mehr nachjustieren und die maximalste Entfernung konnte ich nicht ausprobieren, weil ich keine riesengroße Wand hier frei habe. Irgendwie sind laut Bedienungsanleitung 5 Meter, also würde ich sagen, ja, passt wohl. Ich könnte das draußen probieren, ne? Aber wenn es dunkel ist, muss ich ins Bett heute und morgen und über. Ja, wir einigen uns darauf, dass ich das jetzt nicht teste. Das sollte wohl klappen. Dann hatte ich ja vorhin, glaube ich, gesagt, dass das Teil WLAN hat. Ich hätte mir darunter vorgestellt, dass man das jetzt quasi als Ersatz da eingebaut hat für einen Fire TV-Stick oder so. Irgendwelche Android Media Player, die kosten 30 € oder so, die sollten das wohl können. Zumindest vielleicht für YouTube, aber WLAN auf dem Teil funktioniert nur für Miracast und das Äquivalent dazu von Apple. Apple habe ich ausprobiert, der hat das Teil gefunden, konnte sich aber nicht damit verbinden. Ich habe auch schon ein Software-Update gemacht, habe ich abgehakt, klappt nicht, ist schade. Miracast übers Handy, über Android hat funktioniert, aber das Bild war sehr, sehr blockig und ich wollte mir ein YouTube-Video anschauen, so aus dem Bett raus und das waren 15 FPS, also das kannst du so auch nicht gebrauchen. Um mal eben ein paar Bilder zu zeigen, um Impressionen zu sammeln, ist das wohl in Ordnung. Aber Miracast mit Windows 10 hat da sehr viel besser funktioniert. Was ich aber komisch fand, das Teil hat eine Auflösung von 1080p und das stimmt auch, denke ich mal, wohl bei dem, was mein Auge mir sagt. Aber Miracast über Windows 10 hatte standardmäßig 720p HD ausgegeben. Nur wenn ich einen anderen Monitor spiegeln wollte, hat sich das eben der Auflösung angepasst. Aber da sah das Bild auch besser aus. Ich würde sagen, das waren dann auch so um die 25 FPS hier und da mal ein Hakler. Es gab auch mal so kleine Aufhänger wie hier. Auch keine Arbeitsspeicher, habe ich geguckt. Ja, kein Arbeitsspeicher. Aber jetzt bin ich schon. Aber naja. Deswegen Filme gucken über die Funktion.
Ich habe mir davor noch nie Gedanken gemacht, sollte das klappen? Ich meine, eigentlich nicht, ist ja immer noch Streaming, aber ja gut, für mal eben einen Film gucken über Miracast kann das klappen. Ja, und mehr WLAN-Konnektivität hat das Teil nicht. Ich finde, da hat man eine ganze Menge Potenzial verschenkt, weil, wie schon gesagt, da ist Android drauf. Irgendeine Art Player hätte man integrieren können, wenn es auch nur YouTube ist oder irgendeine Server-URL eingeben oder was weiß ich. Ansonsten würde ich sagen, bin ich mit dem Bild aber zufrieden. Das ist schärfer als alles, was ich sonst an Beamern gesehen habe. Ich hatte vor ein oder zwei Jahren mal einen Beamer gehabt mit 800x600 Auflösung. Der konnte auch nur VGA. Aber das war auch wohl in Ordnung. Und ja, wenn du da die Switch anschließt oder so in Omas Kneipe, da ist ja... Stimmt, ne? Ja, das könnte ich irgendwann nochmal machen damit. Aber was sollte ich sagen? Bild ist in Ordnung, ja, und eigentlich auch ziemlich hell. Also ich habe das hier ausprobiert, da waren die Jalousien oben. Hier war die Leinwand quasi, eine weiße Wand. Und hier war direkt das Fenster und ich konnte alles ganz gut sehen. In völliger Dunkelheit war das Bild allerdings ein wenig hell. Die Fernbedienung, die ist noch bei Chiara. Ich weiß nicht, warum ich solche Kleinigkeiten immer da vergesse. Deswegen muss ich das noch nachprüfen. Da gibt es eine Taste für den Nachtmodus. Das wäre vielleicht ratsam gewesen, auch für die Augen. Ich habe in den Einstellungen geschaut. Es gibt keine Einstellung für die Bildhelligkeit oder für Bildkontrastmodi oder sowas. Die hätte ich mir eventuell noch gewünscht. Aber generell, da sind wenig Einstellmöglichkeiten. Einmal WLAN, Bluetooth verbinden, Bildausrichtung, wie gerade schon gesagt, irgendwie trapezförmig, Software-Update. Bei sonstiger Einstellung findet sich nichts und dann glaube ich noch irgendwie was zurücksetzen oder so. Also nicht übermäßig interessant. Und beim Starten von dem Teil müssen wir uns auch jedes Mal immer einen Start-Startup-Chime anhören. Der nervt mich jetzt schon. Also ich bin kurz davor, wenn ich das Teil wirklich jeden Tag nutzen wollen würde, den Lautsprecher auszulöten, weil ich eh was anderes benutze. Der ist zwar okay da dran, na, aber... Ja gut, ein integrierter Lautsprecher in dem Beamer, die Teile sind nie so gut. Auch die Teile, die wir in der Schule hatten, so mit dem integrierten DVD-Laufwerk, die sahen nach was aus, aber die konnten auch nichts. Das war irgendwie so ein Teil von Epson. Also in der Hinsicht, ein schönes Ding, passt auch so fürs Geld, nur da wäre ein bisschen Potenzial verschenkt gewesen. Ich hatte ja gesagt, so ein Media Player kostet nicht die Welt, gerade wenn das Teil hier integriert ist. Und wisst ihr was? Ich muss das Teil, glaube ich, nicht zurückschicken. Ich baue das mal eben auseinander in der Hoffnung, dass ich hier nichts kaputt mache. Ich würde nämlich wirklich gern sehen, wie es hier drin aussieht. Ja. Ja, das machen wir. Dann nehmen wir mal dieses wunderschöne Tuch hier zur Hand. Macht das nicht zu Hause, das Auseinanderschrauben. Es gibt nämlich immer Leute, die denken, oh, eine Platine, ja, da muss ich jetzt drauf fassen. Und hier ist ja ein Netzteil drin und Kondensatoren. Ne, da kannst du auch gerne eine gewischt kriegen. Jetzt hat ja letztens auch jemand gefragt, yo, was ist das für ein fetter Schraubendreher oder Schraubenzieher? Ne? Ich habe den längsten hiervon und sowas kann man auch immer mal wieder gebrauchen. Vor allem, wenn man mal einen Lautsprecher zerlegen möchte, wo man mit einem üblichen Schraubenzieher gar nicht so gut hinkommt. Leider siehst du hier nichts. Das ist nur ein Speicherchip, würde ich mal behaupten. Und naja, die eigentliche CPU sitzt hier drunter. Aber wenn ich das jetzt entferne, dann kriege ich es entweder nicht wieder drauf oder das Teil funktioniert gar nicht mehr. Ja, man kennt es. Man hat sich auch dazu entschieden, die WLAN-Antennen, die man hier drin hätte verteilen können, eine hier, eine da oder so, doch alle zusammen an einen Platz zu legen. An die Wärmeleitpaste haben sie übrigens auch gedacht. Da ist ein kleiner Tropfen daneben, sonst hätte ich die jetzt noch mit dazu gepackt, aber ist ja klar, dass sie dran denken. Da ist das Teil. 150 Watt, 35 bis 38 Volt. Ja, dann kann man das Teil wieder zusammenbauen und hoffen, dass ich nichts kaputt gemacht habe. Aber ich könnte mir echt nicht vorstellen, was ich kaputt gemacht habe.
Ich wollte noch mal anmerken, dass das hier ungefähr so hell ist. Also man könnte hier theoretisch so eine Wand oder ein altes Bettlaken oder so drüber packen. Also man erkennt hier auf jeden Fall was. Das ist jetzt nicht das Beste, da würde ich hier noch das Licht ausmachen, aber hier ist jetzt die Deckenbeleuchtung an der Stelle nur an. Also kannst auch bei dieser Beleuchtung theoretisch eine Runde spielen. Jetzt wahrscheinlich nichts zu Dunkles, aber eben die Switch anschließen für Mario Kart sollte hier auf jeden Fall was werden. Oh, und wir können versuchen, die Pixel zu zählen. Ich mag das, wenn man den Beam hiervon manchmal sehen kann, genauso wie bei so manchem Laserpointer. Wenn ihr mich fragt, muss ich sagen, dass das Teil ein bisschen billig aufgebaut ist. Also da ist nicht viel drin. Also nicht billig im Sinne von, ja, das fällt gleich auseinander, aber ne, LED, Linse, Display, irgend so ein Filter sitzt noch davor, dann Spiegel und dann Objektiv. Ich kann mich erinnern, dass ich irgendwann in meinem ersten Betriebspraktikum in der 10. Klasse oder so war das, das habe ich in einem TV-Radio-Geschäft gemacht. Da lagen irgendwie 10 Beamer rum, die waren alle kaputt. Und da habe ich mal reingeschaut, da war noch für jede Farbe ein einzelnes Modul da drin und 500 Linsen und was weiß ich nicht alles. Also ich habe das Teil nicht komplett zerlegt, aber das sah da schon deutlich interessanter aus wie in diesem Teil. Also man kriegt das, wofür man bezahlt natürlich, und wenn man sich selber bauen will, sind das wahrscheinlich 50, 60 Euro oder sowas. Plus ein bisschen 3D-Gedrucke und dann wahrscheinlich auch mit besserer Software. Was mir nämlich noch aufgefallen ist, wenn man jetzt zum Beispiel Miracast verwendet oder im HDMI-Modus ist und das Bild umstellen möchte, bei HDMI klappt es manchmal, und wenn man im Miracast-Modus ist und das Bild umstellen möchte, dann schmeißt er mich komplett wieder raus und die Verbindung wird unterbrochen. Warum? Ich meine, wenn ich nur schnell irgendwas umstellen will und dann alles wieder von vorne machen muss, ne, ein bisschen Potenzial verschenkt. Ich hatte übrigens noch gar nicht erwähnt, dass das Teil einen Media Player besitzt. Ich finde, in 2021 braucht man keinen Media Player mehr. Ich meine, wer hatte noch 50.000 Filme auf einer Festplatte oder sowas? Also ich meine, das verbraucht Speicherplatz und Speicherplatz ist gerade teuer. Also na, deswegen finde ich das ja auch so schade, dass man mit dem Teil so irgendwie nicht ins Internet kommt. Stand auch was von Net-Update in den Einstellungen, aber nichts passiert, keine Ahnung. Das, was ich jetzt ausprobiert habe an Formaten, ich habe keine großartigen Filme hier. Ich mache ja selber hier Videos, wie man merkt. Ein Video, was ich in DaVinci Resolve exportiert habe, in 4K hat er abgespielt. Allerdings hat er gesagt, ja, Tonformat kenne ich nicht. Das war H265, also Bild war da, aber Ton nicht, wieso auch immer. Und dann habe ich es noch mit einem Video versucht, was aus Magix, Video Pro X, rauskommt. Und das war Full HD, das hat er auch so abgespielt, ohne Murren. Aber wozu ein Media Player? Und diese Office Suite habe ich gar nicht ausprobiert. Soll ich da jetzt PowerPoint-Präsentationen mit auf dem Ding starten? Für welche Nischengruppe ist das denn? Also, Media Player verschenken, Internetzugang ermöglichen und dann ist das Teil eigentlich so super, wie es ist. Ich meine, selbst in der Bedienungsanleitung steht, wenn man irgendwie Netflix gucken möchte, sollte man sich einen Fire TV Stick besorgen und den dann anschließen. Das haben sie da reingeschrieben. Hätte ich nie gemacht, wenn ich eine Anleitung schreiben würde. Aber ich finde, für Fußball gucken, hier und da mal einen Film, ist das dann absolut in Ordnung. Ich hatte ja $250 gesagt, es kann sein, dass sich der Preis hier und da wieder ändert. Bei Amazon kriegt man das Teil gerade nicht mehr, man kann es auch nicht suchen und man findet es auch nicht, was sehr, sehr komisch ist. Aber ne, deswegen nagelt mich nicht auf den Preis da fest. Ich weiß nicht mehr, was das Original gekostet hat. Würde ich mir das Teil kaufen, wenn ich das jetzt wüsste? Ist schwierig. Also, wenn ich wüsste, dass da Amazon und Netflix drauflaufen oder so, ja, auf jeden Fall. Wenn es keine Alternative gibt, wo sowas eingebaut ist, dann wahrscheinlich auch, ja. Ja, das passt wohl. Und $250 sind ja nicht 250 Euro, sondern 190. Wie ist der Dollarkurs? Keine Ahnung. $250 in Euro. $209,45 zum heutigen Tage. Ja, wenn man gebraucht irgendwelche anderen Dinge kriegt, auch von irgendeiner Marke, wo dann kein Media Player installiert ist, in Full HD-Auflösung wohlgemerkt und wahrscheinlich dann auch mit höherem Stromverbrauch und dass man da dann immer so eine Lampe drin wechseln muss, ja, das passt, glaube ich, wohl. Ich habe das auch hier und da immer mal gesehen, dass es bestimmte Beamer gab, die haben immer Pixelfehler gekriegt. Das fing dann ganz, ganz langsam an oder so, die wurden richtig billig verkauft, weil dann
die Bildmodule da drin immer kaputt gegangen sind. Also besser LED und LCD zusammen, weil LCD-Display geht in 10 Jahren wahrscheinlich von alleine nicht kaputt. Zumindest die neueren nicht, würde ich sagen. Die LED hält ewig. Wahrscheinlich macht das Netzteil daran eher schlapp oder so. Ja, lass mich mal wissen, was ihr von dem Teil denkt. Ich finde, das ist in Ordnung, aber man hätte so viel besser machen können. Warum hat man mich nicht eher gefragt? Hätte ich ihn gesagt, Junge, bau den Scheiß da ein und sieh zu, dass der Media Player nicht funktioniert oder Office Suite. Ja, aber ich habe jetzt einen Beamer fürs Nintendo Switch spielen. Dafür ist das in Ordnung für den einen oder anderen Film. Und das ist wahrscheinlich auch die Zielgruppe dafür. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Mein Gott, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.